Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Wir sind noch in der heißen Quelle, in diesem heißen Gebirge und gehen jetzt einfach mal raus und gucken, was uns hier erwartet. Kommen wir aus dem zweiten Loch raus. Ich denke mal einfach, dass es dann hier kein weiteres Bodenloch gibt. Haben wir im letzten Part ja hier gefunden. Wenn die Kometen auf die bestimmten Stellen hier fallen, können Löcher erscheinen. Da oben ist eins. Und ich möchte jetzt nicht mit dir kämpfen. Das habe ich jetzt nicht so vorgehabt. Den Sprung nehmen wir noch liebend gerne mit. Und wir gucken, was hier passiert. Wahrscheinlich kommt da nur so ein Riss. Okay, und jetzt müssen wir hier warten, bis wir hier die richtigen Stellen haben. Und hier fällt kein Komet hin, weil das irgendwie vom Trigger nicht hergeht. Hier geht. Da vorne ging nicht. Ah nein, er ist daneben gesprungen. Also ich. Also er. Eigentlich ja er. Was macht er denn auch? Kann ich von hier oben nicht auch springen? Das ist doch, glaube ich, besser. Dann kann ich doch früher drauf. Jetzt. Nein, zu spät. Das ist doch ärgerlich. Und ich habe gerade einen Frosch im Hals. Das ist nicht so toll. Hallo, Frosch. Komm mal bitte raus. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich will nicht... Aua. Aua. Das tut doch alles weh. So, kommt da jetzt zufällig eine neue Fuhre raus? Das wäre voll geil. Du kriegst mich nicht. Ich kann dich triggern, aber du siehst mich nicht. Was ist hier? Hallo, warum kommt da keine neuen? Ah, jetzt. Jetzt springen. Okay, ich habe ein Problem. Plattformen, komm mal schneller. Die Dinger hier gehen nämlich irgendwann unter. Oh, ich habe es überlebt. So, jetzt möchte ich aber da hoch, weil da oben war noch was. Da muss ich zwar gegen Piranha Pete kämpfen hier. Ich nenne jetzt einfach mal Piranha Pete. Ich weiß, dass das nicht Piranha Pete ist. What the fuck? Okay, das ist shit, was hier gerade abgeht. Verdammter Shit ist das, aber wir kriegen Geld und 3 Sticker. Das ist dann schon wieder kein Shit, das ist sehr gut. Okay, wir haben nichts, was allen... Doch, wir haben den Seriensprung. Allerdings tut mir der dann dann weh. Okay, ich brauche normale Sprünge. Normaler Sprung wäre Bombe. Habe ich. Nein, nicht den Regenbogensprung. Oh, Gottes Willen. Okay, dann haben wir noch... Der ist natürlich mega geil. Und den wollen wir nicht benutzen. Wir wollen... Wir können das ja mal testen. Obwohl, nee, das tötet die Pflanze nicht. Töten ist mal so ein böses Wort in Mario-Spielen. Was machen wir denn mit der Pflanze? Ich bräuchte einen guten Hammer. Nehmen wir den Hammer. Ja, und dann dich halt nochmal mit einem Sprung. Ein normaler Sprung wird nicht reichen. Deswegen machen wir glitzernde Sprünge. Nein, der lebt noch. Blöde. Aber er zerknittert. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht geht auch die Schallwelle nach vorne. Ja, perfekt. Gut. Ein Health hat der noch. Ein Health. Das ist ja ärgerlich. Okay. Da benutzen wir jetzt einen schlechten Mähhammer und dann sind wir fertig. Oder habe ich noch einen schlechten Sprung? Einen schlechten Hammer habe ich noch. Bereit. Und tschüss. Was ein Kampf, ey. Ich dachte, da kämpfst du gegen ein paar Piranha-Pflanzen. Aber wir kriegen noch eine Eisblume wieder. Für einen Glitzersticker. Verdammt. Ich habe vergessen, dass das total worthless ist. Worthless. Liftbildmann. Kommen wir jetzt mal zum Ende? Das Level ist ganz schön lang. Oh Gott. Ich sehe schon. Ah, okay. Ich verstehe, was ihr hier von mir wollt. Kann ich hier runterspringen? Ich will da runterspringen. Wieso kann ich hier nicht runterspringen? Ich will da runter. Och, Kinders. Mario kann das ab. Ah, gehen wir hier lang. Auch kein Problem. Zum Glück haben wir den Riss gefunden. Okay. Ah, dann muss ich da oben noch durchs Loch fallen und dann sind wir da. Ich habe immer noch einen Höhleneingang, den ich nicht benutzt habe. Den hätte ich eigentlich an den Anfang kleben können. Glaube ich. Aber ob es mir was bringt, ist die Frage. Jetzt hauen wir erstmal hier gegen. Ich kann ja nochmal ins Level zurück. Das war ja relativ weit am Anfang. Oh nein! Oh. Shit. Ah! Jetzt ist der... Oh nein! Jetzt ist der Kometensticker kaputt. Oh. So ein Mist. Das wollte ich doch nicht. Komm mal hier hin. Ich
Kriegen wir den auch wieder heile? Jetzt ist der bestimmt irgendwo in einer Höhle drin. Megakolo-Eisensprung. Es geht ja aber ab, Freunde. Ja, und jetzt? Kann ich den wieder hochheben? Ah, ich kann den abziehen. Und umdrehen. Ah, okay, ich kann ihn umdrehen. Dann geht auch nicht immer raus aus dem Menü, wenn ich das doch eh wieder aufkleben muss. Das ist ein bisschen blöd. Dass er sofort wieder rausgeht. Kommt er jetzt raus oder muss ich ihn abziehen? Ah, er kommt wieder raus. Okay. Er lässt sich nicht kleinkriegen. Gut. Endlich haben wir dieses Level hinter uns gebracht. Ich glaube, das nächste Level... Oh Gott, so viel Geld. Könnte das letzte des Vulkans sein und dann müssten wir uns schon wahrscheinlich gegen den nächsten Bossgegner behaupten. Tutentun. Oder so. Sieht ganz so aus, denn es ist ein ausbrechender Vulkan. Okay, jetzt habe ich noch diesen doofen Sticker. Gucken wir mal, ob wir den da hinkleben können. Ach ja, hier ist ja alles aus Eis. Da kann ich mir doch jetzt hier nochmal... ein paar Sticker holen. Da, den Eissticker zum Beispiel. Den Eishammer. Gefrierhammer heißt er, glaube ich. Ist der groß? Nee, Kühlhammer. Mein Gott, dreimal falsch gesagt. Zweimal falsch gesagt. Na, jetzt komm her, ich will dich haben. Und die Eisblume nehmen wir uns auch mit. Hier ist noch eine Tür. So mit Türen überall rumrennen, das reizt ja schon. Aber das werde ich nicht im Let's Play machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Gut, ich bin ja mal gespannt. So, der Hammer da glitzert auch noch. Ah, diese Aiming-Schüsse, ne? Das ist so schlimm. Okay, Glitzerhammer, weg hier! Und du lässt mich in Ruhe, du auch. Super. Okay. Jetzt kommen hier die Feuerspucker-Pflanzen. Und hier war doch irgendwo der Höhleneingang, den wir da geöffnet haben. Da, er ist noch offen. Also er leuchtet noch. Wo schießt du hin? Ah, nein. Ach, komm schon. Jetzt aber schnell. Okay, gut. Noch geschafft. Dann kleben wir das mal hier zu und gucken, ob es irgendwas bringt. Ich glaube ja eher nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur, damit der Sticker nicht übrig ist. So. Einfach mal aufkleben. Es gibt... Ah, so kommt man da hoch. Ja, okay. Dann gibt es da oben das Herz. Ja. Sonst gibt es hier nichts. Das ist ein bisschen schade. Okay, dann können wir jetzt wieder rausgehen. Aua. Kann ich per Start? Kann ich. Ein paar Sticker abgegrast. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir jetzt ins Grummel, in den Grummelvulkan. Der ist bestimmt voll gut gelaunt. Oder so. Das ist ein Schild. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Moment, ich hab da was gesehen. Okay, es ist kein Weg. Es sah aus wie ein Weg. Was ist hier? Achtung! Ein Caps Lock geschriebenes Achtung. Das kann nicht gut sein. Gib mir diesen Sprung. Okay. Achtung! Wir springen rein. Oh. Oh. Wow, fantastisch. So sieht es also im Inneren eines Vulkans aus. Eigentlich ganz klar, aber hier ist es wirklich ziemlich heiß. Leicht wird es sicher nicht, hier nach einem Royal-Sticker zu suchen. Ja, vor allem wenn dann... Was? Das ist, glaube ich, P.T. Piranha, ne? Habe ich doch vorhin noch erwähnt. Das war Zufall. Der hat Kersti... Nein! Der hat Kersti gegessen. Mit Kersti kann ich doch wieder nicht würfeln. Oh, wie kacke. Oh. Oh. Die Blöde. Das wird immer blöder hier. Ohne Kersti kannst du nicht papierisieren. Ja, stimmt. Da, ja, das wird jetzt wieder tausendmal. Wenigstens habe ich meinen Hammer noch. Nicht so wie das eine Mal, wo ich Hammer und Kersti verloren habe. Schnell da drauf. Hoch. Oh Gott, das ging durch mich durch. Da gibt es ein KP Plus, das ist schon mal... Wow, what? What? Moment. What? Die hängen da alle? What? 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 Den Sprung da oben will ich haben.
Alter, was? Was geht hier ab, ey? Nee, Hammer. Oh nein. Ich sag doch, der kommt wieder. Geh weg. Er kommt hinterher, okay. Oh. Okay, und jetzt? Und was? Hä? Habe ich es jetzt schwerer gemacht und deswegen komme ich jetzt was? Ich verstehe das nicht. Was geht dir vor? Was ist das? Oh, ein Shop. Das ist natürlich nett. Was gibt's da oben? Hier gibt's so eine Röhre. Oh, ich komme da nicht dran. Gott. Ich könnte das noch nicht so hochhängen. Oh, gib mir das. Das ist sehr praktisch. Ich kann zwar nicht würfeln, aber ich kann meine Angriffe. Aua. Aua. Jetzt geh mal weg. Gott, jetzt geh weg. Das ist mehr als eine, ja? Kein Stickerrad ohne Kerstin, ja, das ist klar. Seriensprung bringt's nicht. Das wird jetzt schwer zu entscheiden. Hatte ich nicht noch einen roten Panzer? Hatte ich den nicht bekommen? Nicht? Okay. Ärgerlich. Ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Was machen wir denn dann hier? Hammer. Oh nein, was zur Hölle. Sowas, ne? Sowas ist doch immer ärgerlich. Habe ich einen normalen Hammer? Wahrscheinlich nicht. Ach, Manno. Manno. Wahrscheinlich tut ihr dem jetzt nicht mal weh. Doch, okay. Ich war kurz am Zweifeln. Der Sprung hätte wahrscheinlich nicht wehgetan. Gib mir den Sticker. Auch wenn Feuer hier drin nicht viel bringt. Ah, nein, geh weg. Bringt mich das hier irgendwo hin? Da ist ein Ausgang. Was hat denn der im Shop? Was steht da auf dem Schild eigentlich drauf? Gummivulkan-Stickerladen. Okay. Ich möchte ein paar Kerzen. Was? Warum Kerzen? Herzen. Also Pilze kaufen. Das möchte ich kaufen. So 1, 2, 3 Stück. Joa. Noch ein paar Hämmer. Gut, dass die nur noch 10 kosten. Und ein paar normale Sprünge sind ganz nett. So. Hätten wir das. Du machst den guten Reibach mit mir, mein Freund. So, jetzt möchte ich hier oben wieder raus. Oder was ist in der Röhre? Das ist so viel zum Gucken. So viel. Ah. Und der schläft jetzt. Und das ist einfach nur ein Shortcut in den Stickerladen, wenn man so will. Okay. Wenn man so will. Will ich so? Ah, die hüpfen ja noch an der Wand rum. Was soll das denn? Hört mal auf damit. Ah, geh weg. Mit deinem Feuerball. Die Ketten, die werden auch noch wichtig. Da ist noch ein Kettenhund. Nein, du kriegst mich nicht. Ah, nein. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Ich kann dir doch gar keinen Schaden machen. Kann ich einfach fliehen? Nein. Ah, 10. Alter. Alter, was? Jetzt muss ich wieder Schaden fressen, aber... Ah, ich krieg den Blockmoment nicht hin. Was passiert denn, wenn ich jetzt einen Hammer normal benutze bei dir? Wahrscheinlich nichts. Nö. Ich kann ja bei dir nichts machen, das hatten wir ja schon. Oh Gott, ich muss fliehen. Das hilft doch alles nichts. Kann ich den einschläfern? Oh, das geht. Oh, gut. Jetzt schläft er und ich muss wahrscheinlich flüchten. Damit ich außerhalb des Kampfes auf den Flock hauen kann. Genau, und ich kann die Sticker noch mitnehmen. Okay. Und jetzt kannst du theoretisch nichts machen. Ich würde mir einfach nochmal einen Pilz reinhauen. Ich kann ja mir neue kaufen.
Jetzt flüchtest du doch wieder an mir vorbei, oder? Wach mal auf. Ach, drei Runden, was zur Hölle? Muss ich jetzt überbrücken, ja? Das ist doch blöde. Was macht denn ein Powerblock bei dir? Wäre auch noch interessant. Nix. Ich möchte einfach mal nix benutzen. Einfach mal nix. Warum muss ich immer alles verballern? Das ist immer doof. Ach, warum, ey? Das ist so hier ein... Ach, komm. Es bringt nix, es bringt nix, es bringt nix. Mann, steh auf. Endlich. Gott, die 10 Schaden nehme ich auch noch. Ist mir egal. Bunk. Gut. Nächster Kettenhund drauf. Sonst kann ich da drauf springen. Aha. Moment. Ganz rechts war... Genau. Der dritte Sticker war... auch was Tolles. Der erste auch. Und der dritte von rechts. Kein Platz im Album. Ich dreh durch. Moment. Geht dir gleich kein Platz im Album. So, und wo ist der andere? Da ganz rechts, den will ich haben. Oh mein Gott. So. Und der dritte von rechts müsste einer gewesen sein. So, und einen daneben muss ich freilassen für den Kettenhund. Also der hier. Gut, jetzt gucke ich noch, was hier ist. Das war ganz cool. Und hat sich gelohnt. Wir haben die Stickeralben wieder voll. Was gibt's denn hier noch so? Wo kann man denn hier hin? Was ist denn hier für eine Höhle? Wo bin ich dann hier? Da ist noch eine Kette. Okay, das ist irgendwie eine komische Höhle hier. Kann da irgendwo drauf? Will ich hier lang? Bringt es mir was? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weitermachen. Bringt es mir was? Bestimmt voll das geile Secret, aber... Na, ich mach mal... Aber ich komme hier nicht mehr zurück. Nee, Moment, ich muss das machen. Ich schau mir das an. Ich komme hier, glaube ich, nicht mehr zurück, wenn ich das nicht mache. Solange ich jetzt nicht wieder die doofe Übersicht kriege. Okay, kriege ich nicht. Geh runter. Okay, hier sind aber auch überall Gegner. Das ist natürlich nicht so geil. Ich versuche einfach mal auszuweichen, so gut es geht. Was bringt mir das, wenn ich hier lang gehe? Hallo Piranha. Kann ich hier nicht drauf springen einfach? Genau. Und dann hier einfach runter. Den hätte ich gerne. Nein, ich bin draufgesprungen. Ich wollte dran vorbeispringen. Ich wollte... Nein. 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 ihr seid geschützt vor Feuer, habe ich, glaube ich, das Gefühl oder so. Gut. Jetzt macht ihr wenigstens nichts mehr. Ich habe ja Hämmer gekauft. Zum Glück. Hätte ich eigentlich auch sofort benutzen können. Boah, 60 Schaden. Was zur Hölle. Aber bestimmt nur, weil der zerknittert ist. Okay. Die Folge schon wieder vorbei und ich will hier irgendwo lang laufen. Lalalalaufe. Oh Gott. Und ihr schützt. Nein, ich wollte nicht reinrennen. Ach Mist. Okay. Feuer. Ah, Moment. Feuer, Piranha-Pflanze. Bringt nix. Au. Aua. Kann man so ein... Was? Ein... Ach, komm schon, ey. Das ist doch nicht wahr. Gott. Weißt du, es ist... Gibt's doch nicht. Ich hätte jetzt auch irgendeinen anderen Hammer benutzen können, ist mir klar, aber... Ich war sauer. Das ist aus dem... Effekt passiert. Hör mal auf. Kommt hier irgendwas hoch? Nee, ne? Ich habe da gesehen, da ist noch eine Mitteletage. Hier. Die
Die nehme ich liebend gerne mit. Die ist super. Vielleicht nicht für hier, aber... dann kann man... gut Schaden machen. Ist da... oh, diese Blätter, die werden auch gerade echt viel. Okay. Hier, das bringt nichts, wenn ich hier lang gehe. Wahrscheinlich bringt es null. Das ist so sinnlos. Das ist wahrscheinlich nur zum Sticker-Farm. Für die Blätter. Ich glaube, die Blätter werden wichtig beim Bosskampf oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl. Okay, und dann bin ich hier oben. Und da... ah, für die Kette hier. Und jetzt? Was haben wir damit jetzt gemacht? Was haben wir gemacht? Kann ich jetzt hier irgendwie... ah, okay. Ist die Kette jetzt irgendwie... hä? Was? Was haben wir jetzt gemacht? Die Ketten, die da oben sind, das sind alles nur Schreigeist gewesen. Ja. Du willst jetzt nicht gegen mich kämpfen. Okay, gut. Gut, dann fahren wir mal runter. Und sind jetzt beim Bosskampf. Okay. Nehmen wir noch die 5 KP hier mit. Müssten wir jetzt 60 haben. Ne, 65. Okay, wir hatten schon 60. Gehen dann nochmal in den Stickerladen, würde ich sagen. Ja, Mario. Genug geguckt. Ja. Und wir gehen im nächsten Part nochmal in den Stickerladen, versuchen uns dann am Bosskampf und wir sehen uns im nächsten Part von Paper Mario Sticker Star. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.